Und zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. In der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen die Story mitgekriegt, warum der Bruder so viele Probleme hat. Und zwar muss er für den Alcazar den Schatz finden, der 400 Millionen wert ist. Dafür müssen jetzt dem Bruder Nathan helfen. Und jetzt wollen wir schauen, wie es da weitergeht. Was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelingt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, 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 hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Das werden wir gleich sehen, ob wir dem vertrauen können. Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Und auf geht's. Einmal ein Dieb. Kapitel 6. So, schauen wir mal, was hin müssen. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja. Das ist auch cool, das springt doch hoch, anstatt dass die gleich runtergeht. Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh! Ist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Na komm. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Wir müssen irgendwie runter. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ich daneben. Also auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Auf geht's. Wo muss ich denn hin überhaupt? Darüber. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Wow. Ja, Scheiße, muss da hoch. Okay, wohin jetzt? Da nicht. Hier müssen wir hoch. Oder? Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir.
What? Na, geh halt rund. Okay. Oh, wo geht's denn jetzt hier lang? In den Baum ran. Oh Gott, da kommen wir da niemals rüber. Boah. Respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Was, wie bitte? Bene, lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Sehr gut. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? So, wo müssen wir überhaupt hin? Runter vielleicht? Müsste halten. So, ich glaube, dass ich darüber muss. Weiter runter kann ich nicht. Seien Sie sich ab, mach ich doch. Unten ist ein Vorsprung. Kannst du dich hinschwingen? Okay. Es geht nicht. Was ist denn hier los? Mei, was ist denn das für ein Scheiß? Okay, komm runter. Na komm. Das Landen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Fall runter. Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Und jetzt? Hier geht schon mal nicht weiter. Ist nicht zum Hochklettern. Hä? Da oben wäre was. Da ist was. Hier hoch. Können wir schon drüber schwingen irgendwie? Nein! Nicht runterfallen!
So. Haben wir bestimmt den Vorsprung hier entlang. Sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Nein! Boah, der spielt mit seinem Leben, ey. Schaut jetzt aber gar nicht schlecht aus. Hier noch hoch. Okay, das schaut schlecht aus. Wenn wir nicht Leute kommen. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Und hoch, und hoch, und hoch, und hoch. Na komm schon. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Haben noch ein Smoking an. Okay. Alles ja. Klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Scheiße. Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, Feueralarm oder irgendwie sowas. Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz was wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier, da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Sati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller.
Sektor, man sieht hier die Jahre echt. Alles klar. So, liebe Leute, wir müssen jetzt das Kreuz holen. Aber ob wir das schaffen, ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ansonsten schaltet einfach wieder ein. So verpasst ihr auch nichts. Und ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zur nächsten Folge.